Daten der Black Tusk runterladen. Warum sag ich immer Tusk, Alter? Das heißt doch Tusk. Gut, let's go, das Pentagon. Die Black Tusks haben schweres Bohrgerät auf den Innenhof geflogen. Haben da Gegner? Diese Operation ausschalten und sie daran Inventar voll, was auch immer die da suchen. Dann müssen wir rausfinden, was die eigentlich suchen. Ich tue, was ich kann, um sie zu unterstützen. Ja, keine Ahnung, was sie da suchen, Alter. Ist irgendwie... irgendein Schrott. Du. Hier ist ein Rucksack. Hab ich gar nicht gesehen. So, Spielersuche ist an. Wo muss ich denn hin? Nach unten oder was? Weil da ist gar kein Seil. Ich glaube, ich muss nach unten. Uff. Ist das dunkel, Alter? Also nicht nur ihr seht nichts, sondern ich sehe auch nichts. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nicht so aus, ne? Dann machen wir auf die Kiste. Setzen Sie den Schalter zurück. Ich suche erstmal hier ein bisschen Zeug, Alter. So. Setzen Sie den Schalter zurück. Ah, hier. Es kann natürlich sein, wenn ich diese Mission gemacht habe, dass ich das normal machen muss wegen der Fahndung. Schaltkreis überladen. Sicherung defekt. Sehen Sie sich um und finden Sie einen Ersatz. Sehen Sie sich um und suchen Sie einen Ersatz. Na, die sind ja witzig, Alter. Ich sehe hier gar nichts. Also ich weiß nicht mal, wo ich hier lang gehen kann. Ah, hier, guck mal. Hier vielleicht. Ah, da wird es schon wieder ein bisschen heller. Sicherung. Die kaputte Sicherung tauschen. Machen wir sofort. Sofort. So. Buff. Mach an die Kiste hier. Ich brauche... ah, endlich sehe ich mal wieder was hier. Schön. Sie werden vermutlich Sprengsätze suchen müssen. Die Black Tusks haben ganz sicher welche dabei. Halten Sie die Augen auf. Die Black Tusk. So, weiter geht's. Hier geht's weiter. Nach oben oder nach unten? Keine Ahnung. Also hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich gucke noch mal unten. Hier ist nur Plündern angesagt. Plündern. Oh, hier. Kann man da rein? Nee. Gut, dann nach oben. Alter. Hier ist schon wieder so dunkel. So, und da sind Gegner. Auf jeden Fall einen sehe ich schon. Der war aber schnell hin, ne? Gegnerische Kommunikation abgefangen. Hm? Ich habe eben echt gedacht, dass da noch einer kommt. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir liegen schon hinter dem Zeitplan. Mach es einfach. Das ist nicht gut. Erwarten Sie heftigen Widerstand auf dem Weg zum Bohrer. Auf dem Weg zum Bohrer. Bohrer. So. Uff. Kommt hier gleich einer durch die Decke oder was? Guck mal, hier kann man sich auch verstecken. Eventuell kommen da gleich welche raus. Umsonst stehen die Dinger da nicht. Hier sieht's aus, als wenn hier Gangster wären. Da sind Gangster. Das ist ein roter. Ich? Komm hier nicht raus. Ich hau mal hier alles ein bisschen so. Also die am besten zuerst, würde ich mal sagen. Alle, die mir zu nahe kommen könnten. Okay, der ist hin.
alle, die mir zu nahe kommen könnten, Alter, wie sich das anhört. Ein Schuss, Alter, weg mit dem. Ich hoffe, dass ich nicht zu leicht spiele. Ich habe letztens eine Mission gemacht und da kann es natürlich sein, dass meine Waffe jetzt... Junge, hol dir mal das andere Teil da. Da ist noch einer. Den haben wir. Was hat er gesagt? Hat er gerade schwer gepanzerter Feind gesagt? Ich glaube nicht, ne? Der kommt gar nicht an hier. So. Ein Sprengsatz wurde entdeckt. Okay. Damit sollten Sie den Bohrer ausschalten können. Okay, Freunde. Freunde der Sonne, was ist denn hier? Okay, da Pendy. Da geht's nicht weiter. Gucken wir erstmal ein bisschen um hier nochmal. Ne? Drohne kann schon mal weg. Mhm. Hier ist nichts. Haben die sich einfach mal ein Häuschen eingerichtet im Pentagon, Alter? Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät ist unter mir. Der Gerät. Ach, es kann sein, weil ich die Direktive, dieses Special-Ding ausgerüstet habe. Das sieht man da. Ich habe ja hier so ein Special ausgerüstet, so vier verschiedene Dinger. Also Rucksack und so weiter, die sind alle grün und wenn ich die ausgerüstet habe, dann hat der nochmal extra Schaden. Das kann natürlich sein. Hey, hier war doch auch noch eins, oder? Wo ist es denn? Ich stehe direkt davor. Eventuell ist es hinter der Mauer. Hier muss es irgendwo sein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da geht es dann weiter. Gut, ich gehe nochmal hier kurz einmal rum, um zu gucken, ob hier noch irgendwas liegt, was ich eventuell gebrauchen könnte. Oder ob ich irgendwo rein kann. Man weiß es ja nicht. Guck mal, hier ist zum Beispiel was. Da ist Explosionsmunition drin. Oder manchmal gibt es ja auch Nahrung, dann kann ich halt diese andere Geschichte da noch machen. Hier zum Beispiel 24 mal Nahrung. Dann kriege ich mir so einen Special Behälter. Oh, guck mal, hier hinten gibt es auch ein Zeug. Das hätte ich mir jetzt verpasst, wäre ich einfach weitergegangen. Spielersuche ist immer noch aktiv. Ich glaube, da kommt aber keiner mehr rein, Alter. Da kommt keiner mehr rein. Nochmal plündern. Dum, 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 dum. Okay. Und jetzt? Soll ich da raufballern oder was? Wo soll ich da hingehen? Ah. Schnell weg. Oh. Gegner, ja, nein. Innenhof erreichen. Also noch sehe ich keine Gegner. Schick Verstärkung zum zentralen Innenhof. Hier könnten natürlich welche sein. Verstanden, Kommand. Was stand da? Erste Beerdigung? Erste Beerdigung. Tatsache. Gut. Dann hätten wir das. Das. Hier kann man dann wahrscheinlich nochmal auffüllen. Also hier. Okay, ist voll. Wo muss ich lang? Ah, hier. Keine Neustadtzone. Schalten Sie den Bohrer mit den Sprengsätzen aus. Ich gehe da erstmal kurz rein. Ah, damit du mal klar ist hier. Was haben wir denn da? Ist auch nicht so geil, ne? Ich nehm's mal mit. Nehmen wir mal mit. So. Sprengsätze an den
Schlamm an der Schlammpumpe anbringen. Und am Kühlsystem. Jetzt muss ich mal gucken. Also hier sind natürlich Haufen Gegner wahrscheinlich wieder. Da ist einer. Da drum's ganz schön, ne? Tja, ich weiß nicht, ob die jetzt sich umdrehen irgendwann. Aber die werden mich wahrscheinlich trotzdem bemerken, oder? Keine Ahnung, ob und wann die mich bemerken. Ja, das hat gut geklappt. Nämlich gar nicht. Das wollte ich nämlich verhindern. Ich gehe da trotzdem mal hin. Let's go. Lauf doch mal ein bisschen schneller, Alter. So, einmal. Der geht alleine hoch, ne, glaube ich. Da muss ich nichts machen. Der ist hin. Gut, der kümmert sich um den. Ich renn mal vor. Renn doch mal, Alter. Ich glaube, das ist wegen dem Nachladen. So, dann machen wir den noch kalt hier. Und da sind schon wieder Gegner. Wie kann man denn den kaputt machen? Ja, einfach rumballern, ne? Passiert da was? Nö. Also noch passiert nichts. Passiert da irgendwas? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Komm mal schnell rum. Mein Geschütz ist natürlich auch total beschissen platziert da hinten. Von hier fahren wir versuchen. Aber ich sehe da nirgendwo. Normalerweise siehst du ja immer so einen roten Punkt. Ich sehe gar nichts. Nischt! Ich nehme das Geschütz wieder mit. 20 Sekunden. Oh, guck mal da. Ja. Irgendwas ist da. Nummer 5 ist auf jeden Fall da. Nummer 5. Ich brauche mal hier so ein Medi-Rüstungs-Dingsel. Ich versuche trotzdem mal von hier. Auch nicht, ne? Habe ich überhaupt schon was geschafft? Ein bisschen, ne? Ganz wenig. So, der ist weg. Eventuell kann ich das so ganz in Ruhe machen, wenn die tot sind. Keine Ahnung, Alter. Schon wieder leer. Also das soll irgendwie was bringen. Guck mal, ich baller jetzt mal da mit drauf. 17, also irgendwie, also ich treffe da nichts. Das macht alles meine Drohne, ey. Kann man eine Granate da hinschmeißen? Komm nicht mal hin, ey. Komm ich nicht mehr hin an die Scheiße da. Also ich treffe da nichts. Ah, ich muss von der Seite, guck mal. Von der Seite die schießen müssen. Ui. Gute Arbeit. Okay. Okay, jetzt soll ich irgendeinen eliminieren, aber bevor ich das mache, muss ich erstmal kurz hier die Lage checken. Jetzt kommen sie von zwei Seiten. Ich gehe mal weiter nach hinten.
Okay, da ist ein Digger, ein Normaldigger. Da ist ein roter. Okay, ist okay, ist okay. Digger ist down. Okay, da ist ja der Boss. Gut, dann alles auf den Boss konzentrieren, würde ich mal sagen. Sofern möglich. Junge, der campt da wieder irgendwo. Ja, hau mal weg, das Ding, Alter. Ich seh ihn halt irgendwie. Irgendwie nicht wirklich. Weil der sich da wieder irgendwo versteckt. Okay, dann macht's halt mein Geschütz. Ui. So, jetzt aber. Oh, mein Zeug ist weg, Alter. Ich hab weder Geschütz noch irgendwas anderes. Gut, Nummer 5 ist auch weg. Jetzt bist nur noch du da und ich. Zeig dein Köpfchen. Uff, fertig. Oder? Irgendwas ist noch rot hier. Da muss irgendwie noch einer sein. Ah. Okay. Okay, es gibt einen Hochsicherheitsserver im Marineflügel. Darauf befindet sich eine Auflistung. Was gab's denn da? Aus dem Pentagon. Diese Projektliste benötigen wir. Wenn ihr Zugang zu den Zeugen blockiert ist, sollte ISAC in der Lage sein, einen Sicherheitsschlüssel zu finden. Da geht's dann weiter. Ich muss noch mal gucken, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Deswegen mache ich noch mal eine große Runde. Eine kleine große Runde machen wir noch mal. Ja. Ich glaube, hier ist nichts weiter, ne? Drohne, du kannst mal abhauen. Kurz. Hätte ich das gewusst, dass ich von hier schießen muss, Alter. Angeblich gibt's, wenn man sich da einloggt, gibt's was kostenlos, so ein kostenloses Outfit. Noch nie gesehen, Alter. So. Ein bisschen plündern muss sein. Drei Komponenten, ah ja. So. Projektliste des Pentagons erlangen. Mich würde mal interessieren, ich bin ja hier in dieser Fahndung, das Pentagon. Und dann steht da noch irgendwas mit Forschungslabor, das muss auch hier sein. Auf diesem Pentagon-Ding. Auf dem Gelände. Muss irgendwie noch so eine andere Mission sein. Mhm. Alright, alright, alright. Okay, okay. Da ist ein Snipper. Da war ein Snipper. Ich glaube, wenn du die direkt Teddy bekommst, Alter, dann sind die gleich weg. Elektronisches Schloss entdeckt. Das war's schon wieder, ne? Gut. Elektronisches Schloss. Das ist famos. Famos. Ich guck mich trotzdem nochmal um, ne? Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da glotzen. Kann man da durch? Nee. Da unten gab es auch, glaube ich, nichts weiter. Gut. Dann ist es so. Dann ist es so, dann machen wir hier mal den Drücker. System nach Zugangscodes. Kommen denn hier Gegner oder? Hier kommen Gegner.
Die sind natürlich überall, ne? Die sind da oben. Hä? Da hat irgendjemand geballert? Hm. 17 Sekunden muss ich noch durchhalten und dann habe ich es geschafft. Aber das werde ich wohl schaffen. Verstärkungsanforderung? Von wem? Ich bin doch hier auf einem ganz anderen Ding. So, fertig. Authentifizierung erfolgreich. Komisch. Zugriff gewährt. Ich meine, ich suche ja auch noch nach Gegnern. Ach nee, geht gar nicht mehr. Geht gar nicht mehr. Und wisst ihr auch warum? Ich kann euch das sagen, warum es nicht mehr geht. Weil ich den ersten Boss schon gekillt habe. Tja. Der Kontakt zum Atrium ist weg. Verriegelt alles. Bravo, Manana. Sichere den Kriegsraum. Bravo, 1-6. Begebt euch zum Servercluster. So. Roger, 1-6 auf dem Weg zum Servercluster. Pentagon Server erreichen. Mhm. Das sind auch Riesengebäude, ne? Müsste man mal ein bisschen recherchieren, wann diese Dinger gebaut wurden, Alter. Das ist ja ein Riesenkomplex. Witzigerweise sehe ich hier hinten nichts. Gut. War da einer? Hol dir den mal. Ja, hol ich mir gleich. Ich glaube, ich habe jetzt eine Übermacht, Alter, durch mein Outfit hier. Wenn ich da einen Heady mache, dann ist der ganz schnell weg. Und vor allen Dingen mit dieser geilen Waffe. Guck mal, für so einen lilanen Typen brauche ich drei, vier Schuss. Dann ist der weg, Alter. Da habe ich keine Ahnung. Damals habe ich 100 Schuss gebraucht, ey, für das Scheißteil. Glaubst du, das funktioniert wirklich? Nehmen wir mit. Hast du da noch eine Granate? Klar. Meine Familie hat ein Haus. Also, ich will Komponenten. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Komponenten machen soll. Es ist eh zu spät. Außerdem, es ist eh zu spät hier. So. Letztens habe ich bei so einer Deal-Plattform gelesen, da war das irgendwie gerade im Angebot, glaube ich, Division. Und dann hat jemand gefragt, ob man das alleine spielen kann. Und dann gab es wirklich Leute, die haben gesagt, ja klar, kannst alleine spielen. Du, also ich fand es nicht so geil, ne? Also ich fand es alleine nicht so geil wie im Team. Weil es ist, keine Ahnung, also ich fand es besser. Ich finde es cool, wenn du dann ein Viererteam bist. Also muss ja nicht ein Viererteam sein, aber... So, wo kann ich mich hier verstecken? Ich muss mich mal hier irgendwo verstecken. Achtung, Drohne Mahoney. Mann verloren? Junge, die raffen noch gar nichts, ne? So. Ja, da kommen noch ein paar. Aber ich glaube, der Schwierigkeitsgrad Story ist halt. Ist halt relativ easy. Man muss nicht viel machen. Ich weiß gar nicht, ob der Schwierigkeitsgrad normal schwieriger ist als Story. Das kann, weiß ich gar nicht. Aber man sieht es ja, ne? Ich baller da ein bisschen rum hier. Und die sind dann einfach tot. Ist da noch irgendwo einer? Haben wir das einer, oder? Ein Geschütz! Die wollen an die Server, ich bin noch alleine. Junge, warum werde ich immer hier in der Mehrzahl genannt? Ich bin doch hier der Einzelkämpfer. Aber das ändert sich natürlich, weil ich mache ja noch mehr. Gibt ja noch viel mehr Missionen. Die mir noch fehlen für diese wie Fahndung oder wie das hieß.
Sieht ein bisschen so aus wie bei The Last of Us. Ne? Hier so. The Last of Us. So richtig apokalyptisch, endzeitmäßig. Guck mal, hier haben wir die ganzen. Was sind das? Keine Ahnung. Sind das Präsidenten? Dazu müsste ich einen kennen davon. Aber kenne ich nicht. Oh, hier, komm mal rein. Nice. Was ist denn hier passiert? Selbst der Food Court. Alles mal ein bisschen durchsuchen. Man könnte meinen, wir wären nicht zur Mittagszeit im größten Bürogebäude der Welt. Also, wenn ich raten darf, eine solche biblischen Ausmaßes ist ausgebrochen. Und ui. Guck mal hier, auf dem Schreibtisch von Big Boss, Alter. Da muss doch was Geiles drin sein. Ich sage einfach immer die Wahrheit. Ist halt nichts Besonderes, ne? Ist halt nicht geil. Auf jeden Fall sehr stilvoll dem Ort entsprechend eingerichtet. Vor allen Dingen hier, wenn der hier sitzt, Alter, mit so einem riesen... Ich meine, der muss ja immer damit rechnen, dass da jemand reinkommt. Ein Schlüssel der Black Tusk. Nice. Kann man mal gebrauchen, ne? Black Tusk Schlüssel. Was haben wir hier drin? Sind irgendwelche historischen. Guck mal, ich mach gar nichts, Alter. Ich komme da gar nicht ran und trotzdem bewegt sich. Komisch. Naja. Ja, keine Ahnung, wer die sind. Das sind irgendwelche Präsidenten, irgendwelche. Generäle von früher. Irgendwie sowas. Ach, das macht er hier mit seiner Uhr, oder was? Na, der ist ja krass drauf. So. Kann man da noch rein? Können wir ein bisschen reinsneaken? Ja. Das wär so ein Job für mich, ja? Einfach da hinten sitzen und dann die Leute so durchwinken. Ja, kommt mal alle. Und hier Gegner? Also ich sehe keinen. Noch nicht. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier irgendwas aktivieren muss und dann kommen sie alle. Pentagon-Server erreichen. Immer noch. Aber es ist eine gelbe Mission, ne? Also eigentlich ist es... Ist hier alles in eigentlich ist es genauso, wie es mir vorgeschrieben wurde. Es ist jetzt nicht irgendwie anders story-relevant. Es ist halt diese Fahndungs... Es ist halt diese Fahndungsmission, ne? Es sind überall Taschen. Überall sind hier Taschen. Nice. Warum sag ich immer so oft nice, Alter? Gibt's hier irgendwas Gutes noch? Nicht so aus. Uff. Also ich bin eigentlich schon ziemlich nah, ne? Eigentlich bin ich ja schon fast am Ziel. So. Was stand da? Maintenance. Pentagon Server. Maintenance ist, glaube ich, die Wartung oder so. Ja, ein paar Kabel sind hier verlegt, ne? In so einem Serverraum, da muss man schon mal ein bisschen... Muss man schon mal ein bisschen gut anziehen hier. Ah, oh, die Mucke ist auch geil, ne? So richtig... Dünn, 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 dünn. Ist da wenigstens irgendwas drin, Alter? Okay, Tür ist auf jeden Fall zu. Zurück komme ich nicht mehr, oder was? Nee. Gut. Serverraum sichern. Ich schmeiß da einfach mal ein bisschen was rein. Eigentlich musst du erst dieses Viech weg, Alter. Alter, stirb. Zwei Schuss. Nummer 5 gibt auf. Oh, den Film will ich auch mal wieder sehen. Nummer 5, Alter. Wie oft ich den in meiner Kindheit geguckt habe. Fand ich so geil.
Und als er dann gewonnen hat, Spoiler, als er dann der Killer war. So, das war's schon. Ist natürlich storyrelevant und wahrscheinlich sind meine Gewehre so krass, dass die alle umbuchsen. Hm? So, was haben wir hier Schönes? Level 40. So. Download starten. Gut, dann muss ich mich jetzt irgendwo einkämpfen. Verbindung hergestellt. Die Frage ist, wo kommen die her? Elektromagnetische Interferenz entdeckt. Ihr wolltet doch nicht etwa dieses Division-Spielzeug nutzen. Ich gehe mal wieder hier hoch. Hier war ich relativ safe. Hauptsache, die kommen nicht von hinten. Nee, die kommen von da vorne. System unterbrochen. Ich sehe einen Dicken. Ich soll irgendjemand eliminieren. System wieder online. System gedrosselt. Komm mal ran hier. Sag mal, hat der gerade mein Geschütz kaputt gemacht? System wiederhergestellt. Nee, oder? Ich könnte natürlich noch mal den hier probieren. Keine Ahnung, komm ich damit ran? Einmal frei. Ist ja gleich weg. Weil wir meine normale nehmen. System reaktiviert. Junge, warum treffe ich denn schon wieder nicht mehr? EMP-Generator zerstören. Wo sind denn die? EMP-Generatoren. Systemfehlfunktion. Da hinten, das Ding. Ich dachte, da steht einer, Alter. Da ist er. Daten beschädigt. Das Dach erreichen. Das klingt nicht gut. Alter, ich habe eben echt gedacht, dass da hinten einer steht und dass ich den eventuell beschützen muss. Aber sowas doch nicht. Ui, da wollen wir nicht runterfallen. Nee. Da sollten Sie die Infos finden können, die wir suchen. Yes. System reaktiviert. Ja, ist ja gut. Und so, den nehmen wir noch mit. Vielleicht kommt da noch mal so ein Digger. Digger. Hat er eine Karte? Wollen Sie mir weiter Ausreden servieren? Nee, irgendwas anderes war das. Hier war er. Und ich dachte, da steht jemand, weil da war irgendwie... Aber stand ja auch da, was man machen muss, ne? In dem her. Ja, manchmal ein bisschen lost, Alter. Manchmal ein bisschen verloren. So, hier kommen gleich Gegner. Oh, eine Megadrohne, Alter. Muss ich die runterholen, oder was? Schauen wir mal. Yippie! Ja, aber die 60 Frames pro Sekunde, die machen sich schon bemerkbar. So, dann noch hoch. Das Dach erreichen. Projektliste des Pentagons. Pentagons erlangen. Pentagon. Warte mal. Komm ich da mit dem hin? Wir suchen einen großen Funkturm. Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Übung sein werden, sobald Sie ins System eindringen. Ist aber hart, ne? Ist aber hart, Alter. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Sollte ich den gar nicht killen? Hm. Ja, das hätte ich wissen müssen. Hätte ich mir mal die Dinger gespart, die ich da gerade drauf gekloppt habe. So. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof gelaufen gerade. Was ist denn das?
hier nochmal rein. Elektronik, Utensil, für was auch immer. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Da kommen wir nicht weiter. Gut, dann da weiter. So. Okay, jetzt gehen wir aufs Dach oder was? Und dann geht's da weiter mit dieser Schlägerei. Command, Gegner nähern sich Station 4. Verdammt doch mal! Was für Gegner? Mich kann er nicht mehr, oder? Junge, ich brauche unbedingt diese Teile. Reparaturkit. Das kann ich alles nicht mehr gebrauchen, weil ich habe das ja schon. Ich habe da so ein Spezialding ausgerüstet. So. Wo sind die denn, Alter? Die sind immer weg. Ich sehe auch gar nichts hier. Ich meine, die treffen mich, aber ich treffe die nicht. Das ist ja der Oberwahnsinn hier. Komm mal ran hier. Komm mal ran hier, Ofenmeter. Ja, da ist sie wieder. Ja gut, treffe ich nicht. Brauche ich gar nicht probieren, Alter. Oh doch, jetzt. Ich habe die eigentlich schon mal... Eigentlich hatte ich die ja schon mal getroffen, ne? Ja, wo trifft man da am besten? Wo trifft man da am besten? Bei dem Ding. Beim Geschütz? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Bevor ich hier eine Drohne weghole. Ui, ich glaube, ich muss mal kurz... Mal kurz hier mal ein bisschen nachjustieren. Wo sind die jetzt hin? Daten der Black Tusk runterladen. Sag ich immer Tusk, Alter, das heißt doch Task. Ja gut, dann gehe ich da mal hin. Ich hole mir die Daten, Bruder. Daten beschädigt. Wiederherstellung der gelöschten. Terminal verteidigen. Ja moin. Was muss ich denn da alles verteidigen, Alter? Oh, da. Guck mal, da sind ein paar Gegnerchen. Ja, die halten aber nicht. Jetzt kommt schon wieder die große Drohne. Die gibt mir ja richtig auf den Sack. Hier ist irgendeiner. Junge, also das ist erstmal die Hälfte weg da von dem Scheißteil. Ja, wo schießt man da am besten rauf, ne? Keine Ahnung. Auf die Propeller vielleicht? Und denn der hier, ey? Piss dich mal. Wo ist denn die Drohne jetzt? Ist sie schon wieder abgehauen oder was? Interessant. Da kommst du wieder. Ich baller einfach mal auf diese Teile rauf da. Ich denke mal, die Propeller sind das Schwachglied. Das schwächste. Wie sagt man da? Der Schwachpunkt. Ja, da muss ich aber auch treffen, ey. So. Es geht jetzt nur noch darum, dieses Scheißteil zu zerstören. Guck mal hier, da ist auch noch so ein Teil. So, das war's jetzt schon wieder.
Ich glaube, das Ding ist einfach hin. So, wuff. Daten wiederhergestellt. Ui. Übertragung. Okay, ich hab hier was. Das Ziel der Projektliste des Pentagons erlangen. Was zum Henker ist ein Perfusionsbioreaktor? Das erkläre ich später. Es hat höchste Priorität, die Ausrüstung zu sichern. Die Black Tusks dürfen sie nicht bekommen. Einsatzgebiet verlassen. Okay. Gehen Sie zum Eingang. Ich kann Sie nach unten zum DARPA-Labor führen. Und dann ist die Mission fertig, denke ich mal, oder? Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas gibt. So viel Zeit muss sein. Hm, hier ist nichts. Da bin ich hergekommen. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Das können wir nicht aufschießen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Es kann natürlich sein, dass es noch weitergeht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh, hier ist schon wieder so dunkel. Ah, jetzt geht's. Hä? Da ist einfach mal die Kiste. Da ist einfach mal die Kiste durch das Ding gefallen. So. Na dann los. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Ah, also doch eine Trophäe. Das ist ein Perfusionsbioreaktor. Nice. Dank Ihnen haben wir ein Breitbandvirustatikum zum Verhindern eines neuen Ausbruchs. Aber wir haben ja, das ist ja ein Ding, Alter. Dieses Ding löst das Problem. Es ist wichtig, dass wir es bergen. Mhm. Aber es gibt noch ein Problem, das wir lösen müssen. Wir glauben, dass Black Tusk den Bohrer verwendet, um den Bioreaktor zu bergen. Die wollen nicht, dass wir ihn kriegen. Also ärgern Sie die. Okay. Durchkreuzen Sie den Plan. Und tun Sie alles Erforderliche, damit die Ausrüstung in unsere Hände fällt. Alles Erforderliche. Einsatz abgeschlossen. Perfekt, Leute. Mega. Mega. So.